So, ja, Muster, 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 Muster. Ich kann jetzt sagen, hier so ein Muster, aber immer drin, aber dann haben wir das Fensterproblem. Ja. Da muss was anderes her. Muster. Mann, Mann, Mann. Das ist schwierig. So ein schräges habe ich natürlich schon eben dran gedacht. So eins und dann. Aber dann ist man schnell hier oben so. Und dann hat man da natürlich wenig, ne? Ist das so ungleichmäßig. Wir müssen jetzt mit diesem Drahtgestell irgendwie herkommen. Also, das kann ich jetzt auch nicht machen, ne? Aber wir machen das ganz normal. Hier. Bretter rein. Bretter rein. Oder eher gesagt, die zwei hier raus. Die hier rein und hier rein, dann hat man ein Fenster drin. Einfach. So einfach ist das. Hier kommt eine Tür rein. Das ist eigentlich immer der beste Weg. Das gibt's doch nicht. Upsa. Dann kommt hier die Tür rein. Huch. So, so, so. So, so, so. Und so. Alter, was läuft denn jetzt? Irgendwas lief eben ein bisschen seltsam von der Framerate. So, ah nee, ich wollte doch hier keine. Was ist denn los? Ich verbaue mich ständig. Ich bin, glaube ich, zu schnell. Ich bin viel zu schnell im Bauen, ne? Kann das sein? Oder eigentlich finde ich, bin am langsamsten, aber. Das ist ja immer so eine Sache. Upsa. So. Das nimmt jetzt natürlich so ein bisschen Zeit in Anspruch hier. Mit den Türen und Fenstern, aber es sieht schön aus. Das muss man einfach schon mal sagen. Das sieht schön aus. So, hier haben wir Türen, hier haben wir Fenster drin und jetzt kommt natürlich, ja genau, wer hätte es gedacht, das hier. So, hier werden wir ein Rundumdach machen, also das werdet ihr gleich sehen. Das werdet ihr gleich sehen, was für ein Dach das wird. Hatten wir auch bei diesem Partyhaus schon mal in der letzten Welt. Wer sich noch dran erinnern kann. Ich glaube, da können sich viele dran erinnern, soweit ich das weiß. So, jetzt aber hier. Kam plötzlich die Musik. Kam unerwartet. So. So. Schön. Gefällt mir richtig gut. Das wird ein schönes Haus, das kann ich schon mal sagen. So, jetzt brauche ich aber erst einmal eine Schaufel. Ah, da unten haben wir eine. Und hier oben bestimmt auch noch eine, oder? So, jetzt müssen wir mal gucken. Das ist jetzt schwierig. Wir müssen jetzt. Wir haben zwar noch Holz, aber für das Haus brauchen wir
Aber für das Rundumdach brauchen wir noch ein bisschen mehr Holz. Ach, das haben wir ja hier drin. Hier, bum bum bum. So, und den Apple nehmen wir auch mit. Gut, an der Seite sollten wir keine Leiter nach oben nehmen. Ich würde hier in der Mitte. Hier kommt dann eine Leiter hin. Leitern brauchen wir, genau, Leitern. Leitern brauchen wir unbedingt. Einen Moment kurz, ich muss gerade mal kurz husten, es tut mir leid. Eine Sekunde bitte. So, tut mir leid. Mischpult wieder an. Super. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt. Haben wir noch Leitern im Hause? Nee, hier sind Schienen. Wir haben keine Leitern mehr. Mensch, das kann doch nicht sein. Wir brauchen nicht so viele, aber wir brauchen schon ein bisschen was. Da mache ich mal ein paar. Die sollten hoffentlich reichen. Die müssen reichen. Die müssen unbedingt reichen, sonst heiße ich nicht Blue Creeper. Jetzt muss ich mal gucken hier. Ich muss jetzt erstmal eine Schleife hinterherziehen. Weil ich möchte dieses Problem hier lösen mit den. Ihr wisst hoffentlich schon mit den diesen Stufen. Das ist immer so ein komisches Problem. Deshalb werde ich das jetzt hier mal als Drahtgestell vormachen. Darauf dann die Stufen setzen, das dann einfach so lassen. Das heißt, hier oben wird es ein bisschen enger. Kann ich mir vorstellen. Den hier, so. Okay, dann wird das hier schon. Okay. So, upsa. Jetzt mache ich das so. Also so hoch wird das Dach nun auch nicht, weil das Haus ja auch schon relativ klein ist. Ne? Und ich war natürlich auch im Urlaub. Das ist keine Frage, also ich war natürlich im Urlaub und zwar nicht so weit war unser Wagen, ne? Das war ein kleines Problem, weil er ein bisschen kaputt ist, aber ich war im Urlaub und ich war in Würzburg in Deutschland. Ja, wir waren jetzt nicht im Ausland oder so, weil mit dem Wagen wollen wir eh nicht mehr wohin. Und wir waren jetzt einfach in Würzburg. Schöne Stadt, mittelalterliche Stadt, und ich habe mir gedacht, sogar als neue Welt, weil ich bräuchte langsam eine neue Stadtwelt, weil diese Stadtwelt geht wirklich jetzt zugrunde vor die Hunde. Und ich wollte einfach mal, also ich wollte, wenn wir jetzt keinen Urlaub machen, wäre das natürlich auch doof, ne? Und das haben wir jetzt im Urlaub gemacht, und zwar in Würzburg. Es ist eine schöne mittelalterliche Stadt und ich möchte tatsächlich auch höchstwahrscheinlich die nachbauen in Minecraft und dann einfach sagen, hier Würzburg, altertümliche Stadt, und dann ein Viertel machen mit neuen modernen Gebäuden oder Glaskästen oder sowas. Keine Ahnung, Bürogebäuden oder sowas, keine Ahnung, einfach die Stadt modernisieren oder sowas. Ich weiß es ja nicht. War ich schon mal überlegen, weil tatsächlich die alte Welt, die jetzt gerade ist, ich glaube, die ist nicht für die 1.9. Die leckt ein bisschen sehr, weil da bricht jetzt echt die Framerate zusammen. Seit 2013 habe ich die und jetzt muss ich mich langsam trennen. Das ist leider so, da hat gerade eine Tür geschlagen. Wegen dem Wind wahrscheinlich. Ja, wegen dem Wind wahrscheinlich. Ach so, brauchen noch mehr Stufen. Ein Stack reicht da nicht. Ein Stäckchen reicht da nicht. Ein Stäckchen. Stäckchen im Dreckchen. So.
Super. Okay, das sollte reichen. Ich möchte mich aber tatsächlich nochmal schlafen legen, bevor ich irgendwo was baue. Ihr wisst ja, ist ja halt immer so ein Problem. Mit den Monstern. Vor allem, wenn ich baue. Da hinten ist Akazie, das müssen wir ja wirklich unbedingt, da müssen wir mal unbedingt hin. So, ich nehme mir mal den einfachen Weg hier. Upsa, ne. Hier und hier. Und da. Und schon sind wir oben. So, das sieht jetzt erstmal so aus. Schnell hochbauen. Ja. Wow, der schießt ja mit dem Pfeil. Ja, super. Da unten komme ich nicht ab. Schade. Ja, wird jetzt verrotten. Oh. Scheiß Viech. Was? Kann der Creeper sich sprengen? Boah, Alter. Okay, ich nehme das hier ein bisschen. Creeper, hier. Creeper, komm her. Ja, komm, Gerichtsvollzieher, komm. Komm her. So. Der hat mir höchstwahrscheinlich nur ein Herz abgezogen. So, dann buddel ich mich mal hier wieder hoch. Boah, der ist ja immer noch da. Mist. Uah, shit. Okay, wenn wir schon hier unten sind. Komm her. Das Ding kommt auch nicht. Jetzt komme ich. Mit der Axt. Super. Und 20 Level haben wir erreicht. Damit können wir bald mal was verzaubern. So.